Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Euro Truck Simulator. In der letzten Folge haben wir ja den allerersten Suppi-Auftrag von Hamburg nach Hamburg erfolgreich abgeschlossen. Jetzt haben wir einen neuen Auftrag angenommen von Hamburg nach... kann ich das irgendwo nachgucken? E-Mail? Nee, eine E-Mail möchte ich nicht. Nee, hier kann ich bloß neue Aufträge annehmen. Schneller Auftrag. Ja, von Hamburg nach Magdeburg. Restzeit 8 Stunden 37 haben wir dafür Zeit und kriegen dafür 3261. Das heißt, wenn wir nicht hier blitzt werden. Ne? Das ist ja mal so bei mir das Thema. Das Schöne ist, wir haben E-Mails gekriegt, einmal gebraucht, LKWs zu verkaufen. Das ist schön. Wir freuen uns, bla 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 bla. LKW-Zustandsübersicht. Zustand. Ist das neu? Ich glaube, das ist neu, oder? Gebrauchtmarkt für LKWs? Ja. Ach Gott, komm, das ist doch neu. Können wir doch nichts erzählen. Aber ich habe trotzdem kein Geld. Also für keinen LKW, der hier aufgelistet ist. Ist egal für welchen. Das Geld habe ich nicht. Die kosten alle um die 100.000 Euro. Ein paar ein bisschen mehr, ein paar ein bisschen weniger, aber alle um die 100.000. Habe ich nicht. MAN? Ja, hätte ich zwar gerne, aber Mercedes? Den hätte ich gerne. Aber der... Gebraucht, das ist doch neu, gebrauchte LKWs. Schreibt's mal gerne rein, ob ich recht habe. Eine neue E-Mail. Brandneue LKWs. Aha. In Berlin. Berlin, der Fahrer nach Berlin. Nein, ich will den jetzt nicht besuchen. Wir machen jetzt den Auftrag. Mal gucken, ob wir das in dieser Folge fertig bekommen. Wir fahren jetzt gerade einen DAF-LKW. Wie gesagt, kriegen dafür 3200 ein paar zerquetschte. Knappe 3 Stunden, sagt er mir. Wir starten einfach mal den Motor. Jagen los hier aus der Parkbucht. Das Gute ist, hier gibt es noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, ich kann hier nicht geblitzt werden. Könnt ihr gerne mal mitzählen, wie oft ich geblitzt werde. Und das mal reinschreiben. Also beim letzten Mal war es einmal. Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich kein Mal, aber sicher bin ich mir da auch noch nicht. So, wo kann ich denn... Darf ich denn hier raus? Ich bin falsch gefahren, ne? Ah! Und wenn das nichts mit pünktlich ankommen. Ich hätte da lang fahren müssen. Wir sind nicht in England. Nils, wir sind nicht in England. Hier muss ich raus. Kann ich da einfach so? Keine Kontrolle, kein gar nichts mehr? Da ist die Schranke runter. Warum ist da die Schranke runter? Ich fahre da jetzt mal rein. Lässt mich durch, Meister? Jo, er lässt mich durch. Cool. Kontrolliert hast du ja schon. Oh, die Hupe ist auch hupig. Ich weiß gar nicht, ob ihr die gehört habt. Wenn nicht, schreibt's gerne rein, dann stelle ich das hier alles ein bisschen lauter. Der Tank ist relativ leer. So, wir fangen mal lieber wieder an zu blinken. Nicht, dass es nachher auch noch Ärger gibt. Die Tachoanzeige sieht aber cool aus. Die ist echt cool. So, die Kurve ist gefährlich. Nicht, dass ich den LKW auf die Seite schmeiße. Immer dran denken, ich kann das gut. Fahren wir jetzt schon 60. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen sollte. So, dann müssen wir jetzt hier mal eng um eine Kurve. Ich weiß nicht, ob ich blinken muss. Ich blink mal nicht. Lieber runterbremsen. Oh, ja, die Ampel ist grün. Gas geben. Gas geben. Gegenverkehr kommt nicht. Passt. Und Abflug. Die müssen wir gleich wieder links. Ich fahre schon wieder zu schnell. Hier war irgendwo ein Blitzer. Ich weiß das noch. Hier wurde ich geblitzt. So, wir müssen links. Gegenverkehr kommt nicht. Passt.
und rumgezogen. Mit 50. Ich weiß gar nicht, sind LKW-Fahrer unter euch? Mit welcher Kurvengeschwindigkeit würdet ihr solche Kurven meistern? Macht man das mit 50? Ich glaube nicht. So wie der Anhänger gerade kippen wollte, ich glaube eher nicht. Wir müssen geradeaus. Gut. Und dann gleich ganz scharf links? Was ist das denn? Da blinke ich schon mal links rüber, ne? Bin da gar nicht so. Wo ich sage, wir sind immer zu schnell. Oder ich bin immer zu schnell. Lieber ein bisschen langsamer werden wieder. Immer noch zu schnell. Ich muss da lang. Gib mal Gas, Kollege. Der fährt mir jetzt genau vor der Nase. Ah, lässt sich auch nicht ändern. So, zieh! Wir holen ihn ein. Zieh! Ich darf hier 80 fahren. Zieh! Gib alles! Spack's das Pedal fest. Ja, ich hol ihn ein. Ich hol ihn ein. Oh. Nein, nicht. Oh, nee, nein. Ja, genau, fahr rüber. Finde ich gut. Ich muss jetzt eh links rüber. Jetzt kommt da hinten ein anderer Autofahrer. Entweder überholst du mich oder ich zieh rüber. Gut. Perfekt. Habe ich ihn jetzt aus Versehen ausgebremst? War mit Absicht. Oh shit, ich fahre schon wieder 90. Das war auch nicht so der Plan. Mal ein bisschen runter. So, Tempomat rein, schön mit 83, 3 km/h zu schnell. 4 km/h, das dürfte ja noch gehen. Muss ich hier links? Ich muss hier links, ne? Nee. Ups, ich muss hier links. Ja, schon wieder falsch gefahren. Das passiert mir auch öfters, dass ich einfach in eine falsche Richtung fahre. So, nur noch 203 Kilometer. Viertelstunde haben wir noch. Ah, sollten wir schaffen eigentlich, oder? Mal gucken, was sagt das Fahrtenbuch hier. Man sollte immer schön auf die Straße achten. Ja. Wo sind Dosenthunfisch? Nein, danke. Erwartet 12.33 Uhr bis 19.13 Uhr. Das sollten wir schaffen. Vergütung 3.261. Sollten wir auch irgendwie hinkriegen. Und Restzeit haben wir noch 7 Stunden 49 Minuten. Nächste Pause in 10 Stunden. Ja, das schaffen wir. Schaden gibt es noch nicht. Digga, ich muss hier rüber. Danke. Jo. Keine Kurznachrichten. Und Chat ist auch nicht aktiviert. Das liegt vielleicht daran, dass ich nicht übers Internet spiele. Sondern ganz normal Standardspiel spiele. Weil da gibt's also im Internet sind ja noch mehr Chaoten unterwegs als ich. Ich bin ja schon chaotisch. So, jetzt zieh mein guter LKW. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Ich mag das mit dem Spiegel hier auf dem rechten Bildschirm. Irgendwie fühle ich... Müssen wir links rüber? Ja, ne? Sonst müssen wir abbiegen. Das will ich ja auch nicht. Das finde ich manchmal ein bisschen nervig. Schlecht ausgeschildert. Weiß ich nicht. Dass das denn auf einmal Abbiegespuren sind. Oder ich habe nicht aufs Schild geachtet. Kann auch sein. Das wäre cool, wenn das nochmal überarbeitet wird. Jetzt haben wir hier eine dritte Bahn. Nee, doch nicht. Doch, haben wir. Dann bleibe ich mal auf der ganz rechten. Nicht, dass sie alle rechts überholen müssen. Ui, da ist schon der nächste Parkplatz. Rasthof.
Wir haben nur noch 140 Kilometer, lohnt sich nicht, irgendwo anzuhalten. Tanken ist mir auch Wumpe, wenn wir liegen bleiben, zahlt es der Arbeitgeber. Dann hätte er mal Sprit in den Tank füllen müssen. Ah, 130 Kilometer nur. Jetzt jagen will ich auch nicht unbedingt. Ui, ein Reisebus. Was macht denn da der Reisebus? Oh, der Korn ist reif. Hier, da. Korn ist reif. Wo ist der Drescher? Gut, ich muss gleich hier runter. Also nicht die erste, sondern die nächste. Ich könnte aber wetten, ich muss trotzdem hier rauf. So. Damit ich gleich die Kurve kriege. Ah, hier müsste ich jetzt ruf. Was sagt der Spiegel? Der Spiegel sagt, es ist frei. So, da ich keinen Bock habe, umzukippen, nehmen wir mal lieber Gas weg, ne? Schön mit 40. 40 ist ein bisschen langsam. Schön mit 60. Auf dass der Hänger so ein bisschen schaukelt. Hier können wir wieder Gas geben. Hier geht's eh berghoch. Schafft der LKW eh nicht. Oder was heißt, schafft der LKW eh nicht? Schafft er schon, aber nicht mit der Geschwindigkeit. So, und jetzt können wir wieder Gas geben. Dann sind wir gleich links rüber, ne? Nicht, dass wir hier um Kreis fahren. Dürfen wir fahren. Ja, sind wir ja auch gar nicht. Ja. Hat der ein Schwein, dass der schneller ist als ich, ne? Renau. Okay. Nächste Ortschaft, oder was ist das? Wenn der LKW wieder da einigermaßen Tempo hat, dann würde ich auch gerne wieder den Tempomaten einschalten. So, 85 ist super. Noch kurz vorm Blitzen, glaube ich. 76 Kilometer noch. Boah, schaffen wir. Sorry. Wer ist aber trotzdem noch an mir vorbeigezogen oder ist es noch geschafft? Hätte ich den fast angekarrt. Jetzt hätte wieder Strafe gegeben. Polizei? LKW-Kontrolle? Ah, die Gardine war nicht ganz zu. War wahrscheinlich eine LKW-Kontrolle. Und jetzt kommt hier noch ein Rasthof. Aber auch der soll uns nicht interessieren. Wir haben noch so viel Sprit im Tank, das reicht noch bis Weihnachten. Hm. Oh, da war die Polizei. Ja, wir sind kurz vorm Blitzen. Das ist doch schon mal gut. Da können wir immer 85 fahren. Mit 86 werden wir wahrscheinlich geblitzt. Mit 85 geht das gerade noch so. Ah, jetzt haben wir aber Verkehr. Hier ist aber Verkehr auf der Autobahn. Aber wir müssen aber gleich wieder runter. Der Navi sagt, wir müssen hier runter. Na, blinken wir mal. Damit sich die anderen Autofahrer freuen können. Dass wir hier schon abfahren. So. Ah, schön mit 80 hier um eine Kurve. Oh. Da müssen wir gleich wieder links. Dann lieber Geschwindigkeit verringern. So. Heißt es wieder auf Verkehr achten, ne? Hä, kommt aber nicht. Dann gleich Gas geben. Kommt von vorne was? Nee, auch nicht. Können wir die ganze Asphaltbreite mitnehmen. So, wieder Geschwindigkeit aufnehmen. 23 Kilometer, jetzt nur noch 60. Sehe ich aber auch gerade keinen Polizisten. Hm. Kann man ein bisschen Gas geben, ne?
sehe gerade keinen Polizisten. Überholverbot? Das nützt uns gerade gar nichts, wenn hier keiner zum Überholen ist. Wir müssen hier abbiegen. Schnell runterbremsen. So, von vorne. Ah, da steht einer. Ein bisschen über die Grünfläche mit rüber. Schaffen wir ja gar nicht mit der Schlangenlinie. Das fickt gar nichts. Außerdem müssen wir gleich wieder rechts abbiegen. Bergab und dann bremsen. Die gute Bremse. So, einmal rum das gute Ross. Und dann heißt es wieder Gas geben. 60. Hier ist aber auch ein Verkehr jetzt. Polizei ist auch dabei. Mann, Mann. Reisebus. Für die reisenden Reisebusse. Ah, bergauf. Ja. Wenn wir weiterhin Gas geben, bergauf, das ist dann sowieso mit einem LKW so ein Ding. Und so viel PS haben wir noch nicht unterm Hintern. Magdeburg. Willkommen in Magdeburg. Da dürfen wir eh nur 50, ne? So, schnell Tempomaten rein, damit ich nicht zu schnell fahre. Ist da jetzt eine rote Ampel? Muss das sein? Ich habe doch nur noch 0 Kilometer. Ich weiß aber auch nicht, ob ich nach links oder rechts muss. Wo muss ich hin? Karte? Nee? Ja? Sehe ich hier auch nicht. Shit. Ich fahre geradeaus. Schön. Nett von dir. Beim nächsten Mal gebe ich Gas. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Ich blink einfach mal hier rechts. Nein. Nein, ich muss hier gar nicht hin. Ich hätte auf der anderen Seite müssen. Das ist eine Werkstatt, die man sich kaufen kann. Für 180.000 haben wir nicht. Überflüssig. Und ich komme hier nicht rum. Na cool, die hintere Achse lenkt auch noch mit. Action. Ist das Action? Ich fahr hier wirklich für Action? Ah, jeder macht mal was. Nein, ich will es immer noch nicht. Ich muss immer noch weiter zurück. Wie weit komme ich denn noch? Bis zum Pfeiler, ne? Und dann noch einen Meter. Stopp. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier geradeaus rüberkommen. Ohne jemanden mitzunehmen. Auch nicht den Bus. So, wir sind angekommen. Wir blockieren eben schnell mal die Straße. Zack. Weißt du, mit Rangiganda, weißt du, da kenne ich mich ja mit aus, wa? Ich hätte hier rückwärts drauf fahren sollen. Aber auch wieder die letzte Ecke, ne? Du suchst mir hier Parkplätze aus, ey. Schön über den Bürgersteig. Da kommt doch keiner lang. Kommt doch keiner lang. Nee, ist nicht Action. RTL irgendwas. So. Ich muss hier bloß rumkommen. Und Kurbel und Kurbel. Und ich komme rum. Aber der Anhänger hat auch, glaube ich, gerade ein bisschen gelitten. So, dann probieren wir hier mal reinzukommen. Ich bin gespannt, wie das klappt. Nein, nein, andere Richtung. Ah. Ey, wenn das mal gar nichts war, dann war das mal gar nichts.
Und nochmal von vorn. So, nächster Versuch. Schön mit Schmackes. Zaun? Der kann. So. Aber leider nicht die Parkbucht getroffen. Ist zu stark eingelenkt. Pfah. Jo. Angedockt. Nein. Andere Richtung. Vielleicht kriege ich ihn denn noch rumgeschlänzt. Geschlendert. Ja. Ja. Tja. Ich glaube, in Wirklichkeit hätte ich jetzt schon da irgendwie Lackkratzer gehabt, aber gut. Falschen Knopf gedrückt. Voll da rein. Der Anhänger steht gar nicht mal so schlecht, nur der LKW ist noch ein bisschen schlecht. Ja, können wir noch mal vorziehen. Wir sind jetzt schon hinten irgendwo drin. Ja. So. Nein. Falsche Richtung. Ja, wo kurbel ich denn hin? Ich muss doch bloß gerade zurück. Also fast gerade zurück. Und dann stehen wir richtig, richtig gut. Ja, ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen hier korrigieren, ein bisschen da korrigieren. Und stop it. Einmal abkoppeln. Und die Kohle einkassieren. So, 230 Kilometer, 3 Stunden sollen wir gebraucht haben, 114 Liter Sprit haben wir durchgejagt. Boah, meine Güte, ne? Erfahrung haben wir auch ordentlich gekriegt, wir sind aber leider immer noch Neuling. Naja, aber wir können einen Punkt vergeben. In zum Beispiel Gefahrenstoffe, Fernfahrten, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, Just-in-Time-Lieferung und sparsame Fahrweise in den Fernfahrten, einfach weil das irgendwann mehr Kohle bringt. Direkt anwenden und ich glaube, wir haben auch neue, ja, wir haben neue Nachrichten. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können jetzt mal einen Kredit aufnehmen, oder was? Jo, bis zu 100.000. Also was haltet ihr von einem LKW? Da würde ich allerdings sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Da kaufen wir uns unseren eigenen LKW, unser eigenes Unternehmen, hätte ich jetzt mal gesagt. Fahren wir auf jeden Fall unser eigenen, mit unserem eigenen LKW eigene Frachten, einfach weil das mehr Kohle bringt als diese 3000, lächerlichen 3000. Und machen das so rum. Dann sehen wir zwar Ewigkeiten denselben LKW. Ja, gut. Kann auch schlecht sein, aber was gibt es denn für gebrauchte LKWs gerade? Mercedes. Hier gibt es Mercedes. Vielleicht finde ich ja meinen Traum-MAN. Vielleicht finde ich aber auch einen guten Mercedes, der ordentlich PS an der Haube hat. Gebrauchte sind ja vollkommen in Ordnung. Ja, aber dann würde ich mich bei euch jetzt erstmal wieder bedanken. Wie gesagt, den LKW gibt es in der nächsten Folge. Dann braucht gleich den nächsten Auftrag an. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit Aufliegern? Schreit in deiner Karriere weiter fort, um eigene Auflieger zu kaufen. Schade, hätte ich auch gerne gleich mitgenommen. So einen eigenen Auflieger bringt ja noch mehr Kohle, aber es ist halt leider so, wie es ist. Gut. Ich bedanke mich bei euch. Vergesst nicht, Like, Abo, Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao. Bye, bye. Und schaut auch gerne in die Videobeschreibung nach dem Sendeplan. Bis dann, tschüss.